Ja, hallo. Es geht weiter, es setzt sich fort, es wiederholt sich. Die Ignoranz einerseits, die Dimension der Krisen, die wir haben, egal ob es die Klimakatastrophe ist, ob es der Krieg ist, ob es die soziale Krise ist, die Verkehrswende ist, es interessiert wenig. Man handelt nach einer Finanzlogik, die angeblich Zwänge erzeugt, nach der man sich richten muss. Hitzetote, Menschen, die kaputt gehen durch die Hitze, ganze Landstriche, die zur Wüste werden, Menschen, die verhungern, ist alles zweitrangig. Der Haushalt geht ja ins Minus, die Schulden steigen, einschließlich Teile der Presse, wird ein Horrorszenario hier aufgebaut. Ganz schlimm, Frankfurt geht unter. Was ist tatsächlich die Situation? Die Situation ist die wir auch auf Bundesebene haben. Wir haben einen Klassenkampf von oben, der knallhart ist. Wir haben eine neoliberale Politik von der FDP diktiert auf der Bundesebene und runtergebrochen auf die Frankfurter Ebene. Was findet statt? Es findet statt, verschärft seit der Rot-Grünen, das muss man immer wiederholen, der Rot-Grünen Koalition von 2000 eine Umverteilung von Geld aus den Taschen der Menschen in die Konzernetagen. Die Gewinne explodieren, die Banken profitieren, die Menschen sind die Verlierer. Das drückt sich in den Steuern aus. Und deswegen ist das lächerlich, was ihr fordert mit den 30 Punkten, was die Linken fordern mit den 30 Punkten Erhöhung. Walter Wallmann als Vorbild, ich bitte euch. Wir haben eine dramatische Verarmung. Wir haben auch dramatische Schwierigkeiten, diese Stadt scheinbar zu finanzieren. Warum? Ich wiederhole es. Wir haben kein Ausgabenproblem. Wir haben höchstens ein Ausgabenproblem, weil wir zu wenig Ausgaben tätigen gegen die Klimakatastrophe, gegen eine Verarmung, gegen die Verdrängung von Armen aus der Stadt, die nicht nur wegen teurer Wohnungen aus der Stadt raus müssen, auch aus anderen Gründen. Guckt euch die Statistiken an, Bürgergeld. Frankfurt wird immer kleiner, der Anteil der Menschen, die Bürgergeld kriegen. Wo sind die Menschen? In Berlin wird der Anteil größer, die Armen nehmen zu. Frankfurt wird da kleiner, weil sie aus dem Stadtgebiet verdrängt werden, weil sie als Kostenfaktor rausgeschmissen werden. Man will sie in dieser Stadt nicht. Diese Umverteilung drückt sich aus. Auch das müssen wir wiederholen. In der Konzernsteuerquote, die hat sich von 88 im Schnitt von 52,1% bis 2020 auf 25,7% verringert. Nur noch ein Viertel. Das heißt, das Kapital wird entlastet. Vermögensteuern werden abgeschafft oder werden nicht neu gemacht. Und auf der anderen Seite die Belastung der Lohnabhängigen, die Belastung der Mittelschicht, die steigt durch Inflation, die steigt durch andere ökonomische Faktoren, die auch von der Kapitalseite bestimmt werden und von den Klakören, die hier immer schreien an der Seite der FDP. Die Klaköre des Kapitals, ihr wisst ja gar nicht, was eine Politik für Mensch und Natur ist und ihr behindert, wo ihr nur könnt, aber nicht nur ihr. Das Problem ist, dieses Parlament stellt sich nicht der Krisenrealität, die auf uns zukommt. Und wer es in den letzten Tagen nicht in Frankfurt kapiert hat, die Hitze, die wir hier schon haben, die weltweite, die Karten, die man sich angucken kann, dem ist einfach nicht zu helfen. Dieses Problem des Nicht-Ernst-Nehmen des sozialen Problems, die Verächtlichmachung von Menschen, die rassistische Einteilung von Flüchtlingen. In Deutschland einerseits die erleichterte Flüchtlingssituation für Ukraine und ansonsten werden die Grenzen Europas dicht gemacht, Frontex macht dicht, schwarze Menschen, Nahost, Afrika, alles raus, soll hier nicht rein. Es sei denn, man erfüllt die Kriterien der Koalition oder auch der FDP, könnte ich wieder sagen. Wenn die Menschen wertvoll sind, wenn sie fachliche Qualifikationen haben, dann dürfen sie
nach Deutschland rein. Die anderen wollen wir nicht haben. Das ist eine widerliche, menschenverachtende Logik, die auch hier immer wieder in Reden zum Tragen kommt und die hier am klarsten natürlich formuliert und auch in der Programmatik der AfD, die absolut verächtlich gegenüber den Armen ist und die soziale Kürzung überall querbeet haben will. Aber gut, was soll man über Rechtsradikale, über Nazis sagen? Sie sind per se menschenfeindlich, das ist nur eine Randnote davon. So, und dann gibt es Stellungnahmen, die diesen Haushalt hochloben. Ein Haushalt, der die eine Seite immer mehr entlastet. Wir haben einen Antrag gemacht, wir wiederholen diesen Antrag, bis ihr endlich die Gewerbesteuer erhöht. Das Kapital der Wirtschaftsstandort Frankfurts ist relativ sicher. Solange es keine weltweite Wirtschaftskrise gibt, die alles zum Zusammenkrachen bringt, solange wird Frankfurt hier keine Gewerbesteuerzahler verlieren, wenn wir die Gewerbesteuer so erhöhen, dass wir den Haushalt entsprechend der Notwendigkeiten der Krisen finanzieren können. Aber da will man nicht ran. Da will auch der neue Bürgermeister nicht ran. Also einer seiner ersten Statements war ja, ich werde mich um die Wirtschaft kümmern, denn von der Wirtschaft geht alles aus. Von der Wirtschaft geht alles aus? Ich bitte euch, die Wirtschaft funktioniert doch nur, wenn es Menschen gibt. Wenn es Menschen gibt, die wirtschaften und im Kapitalismus, wenn viele Menschen für die Produktion ausgebeutet werden. Das ist doch die Situation, die wir haben. So, wovon redet jetzt die Koalition? Bei mir ist nicht viel hängen geblieben. Bei den einen, bei den Grünen ist hängen geblieben, der Ukraine-Krieg ist schuld an allen. Bei der SPD, da kommen immer so Worte wie Gesamtkunstwerk. Was haben wir gelitten? Oh, jetzt haben wir einen Haushalt, klasse, jetzt müssen wir mal alle loben. Was für ein Bullshit, um es mal deutlich zu sagen. Gesamtkunstwerk. Das geht auf keinen Fall. Volt sagt, wir wollen kosteneffizient. Wir wollen kosteneffizient, nicht Kosten sparen. Ja, und jetzt weiter, sonst kommt nichts. Die ganzen Maßnahmen, die ihr drin habt im Haushalt, ob es Verkehrswende, ob es sonst was ist, die sind zum Teil ja richtig. Aber das ist so ein kleiner Furz im Verhältnis zu der Strecke, die wir zurücklegen müssen. Aber das Kapital, die Bankentürme, die Kathedralen des Kapitals hier in Frankfurt, so konzentriert wie sonst nirgendwo in der Bundesrepublik, die darf man nicht schröpfen, die muss man schonen. Am besten erlasst doch den Leuten die Gewerbesteuer ganz und finanziert den Haushalt aus den eigenen Taschen. Wäre doch mal eine neue Variante für den Stadtkämmerer. Ich glaube, irrationaler geht's doch gar nicht, was Sie hier für Politik machen. Sie übertreffen doch die Irrationalität, die in der Verwertungslogik des Kapitalismus angelegt ist. Das schaffen Sie. Da haben Sie überhaupt keine Probleme mit. Die einzigen, die über die Nazis, AfD und andere habe ich schon geredet, was schlimm ist, bitte was? Ja, redet mal. Die CDU ist der Meister der widersprüchlichen Logik. Auf der einen Seite sagt die CDU, wir wollen eine Schuldenbremse. Eine Schuldenbremse ist gegenüber den Menschen, den sozialen Nöten, die wir haben, gegenüber der Natur. Kaputtsparen der Natur ist verbrecherisch. Nichts anderes ist ein Verbrechen an Menschen und Natur. Andererseits wird aber die Regierung kritisiert von der CDU. Sie würden zu viel ausgeben. Oder zu wenig. Beides wird gesagt. Und das zu wenig wird dann betont. Da müsste man mehr ausgeben. Aber insgesamt spart man im kleinen einstelligen Millionenbereich. Und das wird dann als großer Erfolg hier gewertet. Reaktionäre Politik ist das, was die CDU betreibt, das heißt rückwärtsgewandt, nicht den Problemen zugewandt, nicht lösungsorientiert. Keinerlei Gehirnschmalz auf die Veränderung einer Stadt. Ihr hängt noch in der Urbanitätslogik der 80er Jahre fest. Ihr habt die neuen Sachen einfach nicht verstanden. Das ist das Los einer Opposition, die sich immer weiter dem rechtsradikalen Rand nähert und durch einen Herrn Merz einer Logik frönt,
die eigentlich manchmal gerade bei Flüchtlingen und bei Menschen in dieser Ecke nicht zu unterscheiden ist von dem, was von der AfD kommt. Und das ist besonders schlimm. Außerdem kommt dazu, dass es aber nicht nur die CDU, dass immer mehr der Parteien, die sich demokratisch nennen, immer mehr arbeiten mit Faschisten zusammen, arbeiten mit der AfD zusammen. Im Osten gibt es diese Zusammenarbeit der CDU reihenweise in einzelnen Kommunen. Und hier in Frankfurt haben wir Ortsbeiräte, und da ist die SPD auch richtig drauf. Was? Die BFF ist doch eine demokratische Partei. Jetzt im Ortsbeirat 2. Die müssen wir beteiligen bei den Beschlüssen. Also Leute, oder hier Ortsbeirat 7. Der Herr Lauterbach, Vorsitzender, wir machen mit der BFF zusammen gemeinsame Anträge. Leute, habt ihr es immer noch nicht Leuten gehört? Habt ihr es immer noch nicht Leuten gehört? Diese Gesellschaft rennt nach rechts. Wenn man das stoppen will, wenn man stoppen will, dass eine unmenschliche Logik, eine faschistoide Logik in den Griff bekommen wird, dann darf es keine Zusammenarbeit geben, dann muss es eine Ächtung des Rechtsradikalen geben. Das gilt besonders auch für die CDU. Und nicht denn kommt von Herrn Kössler kommt dann die Sache. Nein, wir entscheiden das von den Inhalten her. Herr Zierin, das kann man eben nicht machen, weil es eine Gesamtfassade gibt. Darf Komm ich ans Ende der Rede. Nee, ich möchte Sie kurz unterbrechen. Mir wird das insgesamt zu laut hier. Ich finde, Zwischenrufe können eine Debatte durchaus beleben. Aber wenn es zu viel wird, dann wird es schwierig, dem Redner zuzuhören. Also etwas mehr Ruhe, bitte ich. Okay. Herr Zierin, Sie sind dran. Ich komme zum Ende. Die Situation ist klar umrissen. Die Politik sowohl vom Magistrat wie auch von der rechten Opposition ist nicht adäquat der Krisen, die wir haben, ist keine Antwort auf die Krisen. Wir kriegen die Krisen so nicht im Griff. Es wird Zerstörung Wasserversorgung geben, es wird Zerstörung von großen Landwirtschaftsbereichen auch in Deutschland geben. Es wird immer mehr Hitzetote geben, ob es ältere Menschen sind, ob es schwache Menschen sind. Es kümmert hier anscheinend niemand. Diejenigen, die das Geld haben, bleiben verschont, die sollen es behalten. Die Profitsteigerung, die Gewinnexplosion, die wir haben, die bleibt auch. Aber auf der anderen Seite gibt es soziale Kürzungen beim Gebührenerhöhung in dieser Situation, wo die Menschen gerade leere Taschen haben. Da will man Gebühren erhöhen im Zoo und im Museum, anstatt Nulltarif zu machen für den ÖPNV, anstatt Nulltarif in den Kitas zu machen, dass die Menschen, die angewiesen sind, auf dass beide Elternteile arbeiten. Alles das, nein, das geht nicht, da haben wir kein Geld für. Diese monetäre Logik, die hier vorherrscht, ihr seid verloren für eine Politik für Mensch und Natur. Das muss ich leider hier feststellen. Dieses Parlament vertritt nicht die Menschen, die Interessen der Menschen draußen in der Natur. Und viele Menschen werden das in der nächsten Zeit begreifen. Und es wird auch mehr Widerstände geben gegen diese Politik in diesem Parlament. Danke.